Aufklärung. Nur ein Jahr vor der Glorious Revolution, also 1687, veröffentlichte einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten sein Hauptwerk von der Naturlehre, Isaac Newton. Ein wichtiges Datum für den wissenschaftlichen Aufbruch. Herausgegeben von der 1660 gegründeten Royal Society, der angesehensten Gelehrtengesellschaft Europas. Wissenschaftliches, vernunftbestimmtes Denken erhielt mehr Gewicht und es beginnt nun die sogenannte Aufklärung, der zweiten nach der ersten der antiken Griechen. Diese Bewegung wird angetrieben durch große Denker wie René Descartes, Francis Bacon, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz, Christian Wolff, Montesquieu, Voltaire, Benjamin Franklin, Julien Offray de la Mettrie, David Hume, Rousseau, Diderot, Immanuel Kant und Thomas Jefferson, um nur einige zu nennen. Das Bestreben der Aufklärung ist es, dass menschliche Angelegenheiten von der Vernunft geleitet werden, anstatt durch Religion. Die Kraft der menschlichen Vernunft soll die Gesellschaft verändern, gestützt durch Wissenschaft. Die Menschen sollen teilhaben am Wissen der Zeit. Aufklärung soll Vorurteile abbauen, persönliche Freiheiten ausdehnen, mit Bildung den mündigen Bürger schaffen, bürgerliche Rechte, die Meinungsfreiheit garantieren. Und sie will Moral in die Politik bringen, um einen Staat zu schaffen, der auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist.